Hallo YouTube. Da bin ich wieder. Der letzte Stream endete leider etwas unverblümt. Mitten im Run, weil das Internet gesagt hat, es hat Sturm, du hörst jetzt auf zu streamen. Wir sollten theoretisch vor dem Run sein, den ich auch rausgeschnitten habe aus dem Board. Wir haben 16 Seelen, wir haben 2000 Dingsies, das ist also bevor ich die Upgrades gekauft habe, müsste das sein. Das heißt, ihr habt nichts verpasst, weil der Run hat einfach nicht existiert und wir gucken mal. Doch, die Upgrades sind sogar noch gekauft, guck mal. Aber ich habe alle Seelen noch, ich habe nämlich Seelen abgegeben und dafür Musik bekommen. Und dann sind Dinge passiert. Tja, nur mal so eben, um das auf den neuesten Stand zu bringen. Habe ich noch beide Sensen? Ne, die habe ich auch nicht mehr. Es speichert also nochmal, bevor man in die Bank geht. Haben wir das auch gelernt, weil ich habe gar nicht drüber nachgedacht zu speichern. Gut, dass das Spiel Autosave hat, würde ich an der Stelle mal sagen. wollen wir noch einen neuen Hut anziehen? Wir haben, glaube ich, einen neuen Hut bekommen. Zeig mal. Kein Hut. Ja, hier, wir haben den GG-Hut und den Eichelhut, die Eichelkappe. Let's go. Anders als Golden Sun. Ja, Golden Sun hat leider kein Autosave. Da muss man sehr viel und sehr oft speichern. Aber es ist worth it. Golden Sun ist fantastisch. Spielt es selber. Wenn ihr es nicht selber spielen wollt, schreibt mir einfach 5 Kommentare unter Videos und pestert mich, dass ich es spiele. Dann spiele ich es für euch sogar nochmal. Wie der Profi, der ich bin, der Golden Sun Profi. Ich spiele es nämlich gerade privat auf 100% und ich habe die Zeit meines Lebens. So. Ihr wisst, was ihr tun müsst, wenn ihr das sehen wollt. So. Hör auf, alles kaputt zu machen, was wir bauen? Okay, sorry. Die Blaubeerpost hat gesagt. Sorry. Wer schickt mir denn immer diese E-Mails? Man weiß es nicht. Ich habe auch, glaube ich, mehrere E-Mails, aber ich kann... Aha! Ich kann... Es ist nicht sehr intuitiv. Ich prangere das an, aber guck mal, ich habe eine Krone oder so bekommen. Hey, Arena. Noch ein neuer. Schatz, ein Froschhut. Ein Froschhut für dich. Na, geht's dir wieder besser? Ach du Scheiße. Das ist ein langer Hut. Wo kommen die ganzen Hüte her? Wieso werde ich mit Hüten zugespammt? Hilfe? Hilfe in der Tat. Ich glaube, wir ziehen gleich den Froschhut an. Ich glaube, das war eindeutig. Ja, Frosch. Boom. So, easy. Gut, dann gehen wir die Seelen abgeben und gucken mal, wie viel Fortschritt wir möglicherweise verloren oder nicht verloren haben. Ich mag sowas ja immer nicht. Ich meine, wer verliert schon gern Fortschritt? Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Dadurch, dass es run-based ist, haben wir, glaube ich, nichts verloren. Der hat aber einen großen Hut. Oh, gestern. Du hättest gestern dabei sein müssen. Der eine wollte eine Latte von mir und dann kam einfach eine Aubergine um die Ecke. Tja. Kann man sich nicht ausdenken, so. Kannst du dir nicht ausdenken. So. Erstmal ein bisschen Kasse machen, damit wir uns Upgrades kaufen können. Alles schön schütteln. Den nicht. Und in Panik versetzen. Und dann gehen wir mal hinten durchs Dorf. Da geht's nämlich, glaube ich, weiter. Wir können theoretisch auch hier noch durch die Dinger gehen. Aber gleich gehen wir durchs Dorf. Ich habe mich nur gerade erinnert, wir wollten ja noch die Seelen abgeben. So, Seele. Mal eben noch ein bisschen looten nebenbei. Ich muss ja sagen, es ist sehr entspannt. Was ist mit der Eichel passiert? Er konnte ja... Oh nein. Verbindung zum Chat bricht schon wieder ab. Ich glaube, die Twitch-API, die fühlt sich nicht so gut. Wir haben ja seine Dings, seine... Wie heißt es denn?
wenn man so ein Darlehen hat und Dinge und Geld bezahlen muss für sein Grundstück und er hat es nicht bezahlt und jetzt gehört ihm das Land nicht mehr. Jetzt ist er deswegen eins mit ihm geworden. Anscheinend. Ups. Ich bin eins geworden mit dem Land. Mein Land. Und der von meinem Grundstück. Ist nicht dein Grundstück. Wenn wir gestern eins geklärt haben, dann nicht. Kredit? Ja, schon irgendwie, ne? Kredit, wobei Hypothek nimmt man, glaube ich, aufs Ganze auf. Auf jeden Fall hat er nicht bezahlt. Es ist nicht sein Land. Er lügt. Er ist ein kleiner Schelm. Nichts gehört ihm. Nein, er ist weg. Oh nein. Es ist also random, ob der Typ kommt. Och, Manu. Ja, okay. Das ist enttäuschend. Aber es ist halt doch immer noch ein Roguelike. Light, ich weiß nicht. Eins von beidem. Kann man jetzt nichts machen. Okay. So, die schütteln wir auch noch. Die können wir einfach in jedem Run so richtig hart ausnehmen. Ihr könnt ja mal zählen, wie viel Geld die so raushauen. Oh ja. Freut mich aber, dass du trotzdem da sein kannst, Ari. Ich meine, Internet ist ja immer so ein Ding, ne? Dass du es trotzdem hergeschafft hast. Gönnst du dir jetzt schön gemütlichen Rübestream. Was ist das? Was ist das? Das kann es. Nein, das möchte ich nicht. Möchte das nicht. Sir, ich möchte das nicht. Okay, aber Seelen sammeln können wir nebenbei mal. Das passiert ja so recht automatisch und diese Goldblöcke, ne, die geben so viel Geld. Das ist Wahnsinn. Also hier in diesem Zwischending kannst du echt gut Geld grinden. Oh je, auf Datenvolumen, dann mach aber die Qualität ganz runter oder am besten nur Audio, weil sonst sind die ganz schnell weg. Frag mich nicht, woher ich das weiß. Oh, da ist noch ein Sidequest. Au! Meine Sense schlägt nicht schnell genug. Was ist dein Anliegen? Du! Du! Crangelica. Ich glaube, sie ist eine Cranberry. Ich kann dich gerade nicht mal angucken. Hm? Wie kannst du es wagen, mich zu... nach dem, was du getan hast? Habe ich denn gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Es ist 4 Jahre her, Girl. Ich kann mich nicht erinnern. Du hast meine Großmutter Cran-Cran getötet. Ups. Aber doch bestimmt nicht mit Absicht. Kleine Rübe, wenn du echte Worte sagst, schickst du Leute auf die andere Seite. Deine Stimme reißt ihnen die Seele aus dem Leib und schickt sie in die Tiefen des Jenseits. Davon weiß ich nicht. Das ist gelogen. Als du meiner Großmutter gesagt hast, sie solle mit ihrem Unfug aufhören, ist genau das mit ihr passiert. Gleich nachdem du mit ihr gesprochen hast. Chat, ich weiß von nichts. Ich habe das nicht gemacht. Das war ich nicht. Vielleicht Broken Heart Syndrome? Ich war das nicht. Innerhalb von 24 Stunden ist ihre Seele explodiert. Ich musste mit ansehen, wie sie langsam dahin schwand. Sie ist wegen dir auf der anderen Seite. Ja, das so wird's gewesen sein. Sieh mal, ich weiß, du kannst nichts dafür, dass du ein schauerlicher Schrecken bist. Aber wenn du das wieder gut machen willst, musst du mir einen Gefallen tun. Okay. Ich habe hier einen Lieblingsmanga. Er ist berühmt und heißt... Ich wurde als Alienwurm aus dem Weltall in eine Fantasiewelt wiedergeboren. Okay, das ist nicht die JoJo-Referenz. Welche Referenz könnte das sein? Ich wurde als Alienwurm aus dem Weltall in eine Fantasiewelt wiedergeboren. Das ist auf jeden Fall eine Hommage an Light-Novel-Titel, die immer abstruser werden. Und an Isekais. Aber ich bin Alienwurm, muss ich spontan an Baldur's Gate denken, aber... Vielleicht einfach echt nur eine typische Isekai-Referenz, ne? So, es ist sehr unspezifisch. Domi, gibt's denn JoJo Alien-Würmer? Einfach Teil 1 vergessen, alles neugnen. Ja klar, ich war das nicht. Das war sowieso eine andere Rübe. Also, ich bin das nicht gewesen.
Ich war das nicht. Er hat einfach alles. Drama, Weltraum, Romantik, Würmer. Vielleicht ist sie nur so wurmfixiert, weil sie eine Cranberry ist. Oder sie hat doch zu viel Baldur's Gate gespielt. Gehirnwürmer und so. Baldur's Gate. Auch auf dem Peil. Oh, jetzt kommt der gute Track. Mega nice. Der richtig gute Track. Du musst auf die andere Seite gehen und ihn ihr bringen. Nur so kann ich sicher sein, dass ihre Seele Frieden findet. Ich will nicht sterben, sorry. Vielleicht meint sie die andere Seite von Zatopia, hieß es, glaube ich. Congratulations. Ein Manga. Okay, wunderbar. Sieht aus wie ein weinender Kirby. Let's go. Ach. Hier kann ich meine Fahrkarte benutzen. Verstehe. Die Macaroni wollte auch irgendwas von mir. Nudeljunge. Hier ist auch ein Aufzug. Ich frage mich halt, ob ich das Ticket mehrfach benutzen kann. Vielleicht gehen wir erstmal hier rein. Ey, Büroarbeiter. Diese Trottel werden nie das Adrenalin eines wahren Verbrecherlebens kennen. Vielleicht können wir ihr Leben etwas aufregender machen. Was meinst du, Rübenkopf? Halt die Augen offen. Vielleicht gibt es hier noch etwas anderes von Wert. Kapisch? Okay. Aber mein Leben zum Beispiel. Hallo, Liebes. Hast du mein Männle gesehen? Du meinst die Zitrone? Wahrscheinlich, ja. Sein Gedächtnis ist nicht mehr so gut wie früher. Er wollte schon vor Stunden hier sein. Dieser Besuch bedeutet mir so viel. Hauptsächlich, weil er unsere Scheidungspapiere hat. Uff. Könntest du ihn finden und sie für mich holen? Ja, sei doch so gut. Weiß ich nicht. Würde mich da ungern einmischen. Wenn ich so ehrlich sein darf. Finde das äußerst unangenehm, in die Scheidung von völlig fremden Menschen hineingezogen zu werden. Du bist vorbereitet, Rübenkopf. Mit dem Laserpointer solltest du kurz einen Prozess mit dem Safe machen können. Okay. Tada! Ist das eine Kackwurst? Was soll das darstellen? Ich bin überfragt. Jetzt ist mein Geldbeutel schon wieder voll und meine Zeit ist fast um. Also, die eine Sache, ne, die mich an dem Spiel zweifeln und verzweifeln lässt. Ist total unnötig, aber egal. Ist ja schon das Zeitlimit, ne? So, was ist mit dir? Ich wurde hier geboren. Eine Eichel mit blauem Blatt, okay. Okay, dann nicht. Dann gehe ich wieder. Das Ding ist, ich bin mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich tatsächlich zurücklaufen muss nach Hause. Aber ich glaube schon. Eventuell erfahren wir es gleich, wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe. Es wird nämlich sehr knapp. Das wird zu knapp, das schaffe ich nicht mehr. Ah. Warte, ich bin noch eingestiegen. Ich... Wow. Ich bin in allerletzter Sekunde noch eingestiegen. Habt ihr das gesehen? Das war ein fucking Foto-Finish. Puh. Aber mal ehrlich, weiß einer von euch noch? Man musste zurückkehren, damit man sein Geld behalten darf, oder? Ich glaube, sonst wird einem nicht alles abgezogen, aber Teile? Irgendwie so war das doch. Mann, ich mach's aber auch spannend. So. Das mit dem Kabel auch ein bisschen blöd, ne? Zeig mal Upgrades. Ich meine, wir brauchen 12 für die Lampe. Aber vielleicht sollte ich auf die Lampe auch sparen. Ah, hier so ein schneller Abdrücken. Mehr Zeit.
Ja, ich spare mal auf die Lampe, die kostet 12, ne? Ja. Die Laterne. Wer weiß, wofür wir sie brauchen? So, den Ananaswerfer will ich nicht behalten. Die Sense aber schon. Die Sense ermöglicht uns nämlich, Seelen zu sammeln. Also machen wir das auch. So. Dann schauen wir mal. Vielleicht können wir diesmal mit dem Zug fahren. Es ist halt so kurzweilig, weil die Runden so kurz sind. Das macht es halt echt entspannt. Das macht es halt echt entspannt. Aua. Bin aber gerade auch mit Absicht reingelaufen. So. Ich habe es gesehen, aber mein Gehirn so, nö. Ich frage mich... Ach, guck mal. Je nachdem, was auf dem Aufzug eingezeichnet ist, kommst du wirklich woanders hin. Das merken wir uns mal. Und das ist ein sehr eingedrücktes, trauriges Törtchen. Chat, wer von euch ist aufs Törtchen getreten? Hm? Wer von euch war's? Ich bin so ernüchtert. Ich mache nur noch Papierkram. Tipp, tipp, tippe auf dieser Tastatur. Trinke Unmengen an Koffein und weine. Meint ihr, er hat sich selbst vom Weinen durchgematscht quasi? Von seinen eigenen Tränen? Das ist sehr traurig, ehrlich gesagt. Ich war mal voller Lebensfreude. Hab mit den Törtchen aus der Nachbarschaft im Park Kickflips gemacht und Milchshakes getrunken. Hey, vielleicht braucht er die Milch. Das Törtchen hatte Gluten. Okay, das zählt unter Selbstverteidigung. Ich vergebe dir. Bei dem Törtchen weiß ich nicht, aber ich vergebe dir. Mit meinen Knien kann ich jetzt gar keine Kickflips mehr machen. Die tun schon weh, wenn ich nur aufstehe. Und ich bin erst einen Tag alt, verfluchter Pilz. Oh Gott, sagt, erzählt ihm nicht von Schimmel, okay? Bitte, erspart es ihm. Er hat seine ganze Jugend schon hinter sich. Es wäre schön, ein paar Freunde hier zu haben, die mir Gesellschaft leisten. Okay. Andere Matschetörtchen? Eine Milchtüte? Was möchtest du? Bitte. Ja, hättest du vorher gewusst, dass er auch Knie hat, ne? Das konnte man leider nicht wissen. Jaja. Diese Haustiersteine sind ja jetzt der neueste Trend. Jeder scheint einen zu haben, außer ich. Warte, das war ein Rüben-Ding? Ich dachte, das war ein Omori-Ding. Ist das eine Omori-Referenz oder gab es die wirklich? Verwirrt. Vielleicht hätten wir Turn a Boy den ersten Teil nochmal, also vielleicht hätten wir nochmal Tax-Fraud committen sollen. Tja. Hector, bist du es? Ist das doch eine Omori-Referenz? Vielleicht, ne? Ich bin auch hip, das schwöre ich. Ich hatte nur noch nicht die Motivation, von meinem Schreibtisch aufzustehen, um mir auch welche zu holen. Okay, ich guck mal, was ich machen lässt. Ja, mach ich. Je mehr, desto besser. Er wird direkt greedy. So, ich gebe ihm den kleinen Finger und er nimmt sich den ganzen Arm. Sie kennen das. Okay, also wenn wir so eine Tür sehen, dann ist da der Stein. Das heißt, ich muss jetzt jedes Mal beide Türen checken. Das ist doch total der Time Waste, Mann. Okay. Ein Totkopf? Hallo. Dies ist eine geschlossene Gemeinschaft. Verschwinde, Freak! Wenn du nicht etwas ganz Bestimmtes zu sagen hast, kommst du hier nicht rein. Chat, was ist das Passwort? Chat, ich brauche ein Passwort! Patrick aus SpongeBob hatte auch mal einen Hausstein. Das stimmt. Das stimmt, jetzt wo du sagst. Ich hatte auch mal einen Hausstein. Ich war auch so ein Kind, das mit Steinen gespielt hat. Wir hatten ja damals nichts. Weißt du, in meiner Jugend, als wir jeden Tag durch 40 cm Neuschnee zur Schule gegangen sind, auch im Sommer. Wir hatten doch nichts. LSD-Shrooms, Schimmelpilz, Pilz. Ja, mal gucken. Hör mal, wenn es dir so ernst damit ist, in die Gemeinschaft einzutreten, dann sprich mit einem unserer Anwerber unten in Satopolis.
Sie haben jede Menge Informationen über unsere wachsende Gemeinschaft. Möge der Pilz immer mit dir sein. Okay. Die Sidequests werden immer abstruser. Was? Ich mach Musik. Ich töte sie mit Musik. Ich meine, das ist eine Möglichkeit. Man kann sie mit Liebe töten oder mit Musik. Apropos Musik, die Musik ist echt groovy. Ich habe die heute auch für euch mal ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, das ist okay so. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt immer noch gut hören. Aber die Musik in dem Spiel ist einfach zu gut, um sie nur so ganz leise zu haben. Ich war gestern nämlich sehr leise. Oh Gott. Oh, meine Sense. So. So, eigentlich. Ach, hier ging es, glaube ich, nur weiter. Weiter nach drinnen. Das Jagdhorn aus Monster Hunter? Stimmt, ein bisschen, ja. Meinst du, hier wurden Shrooms konsumiert? Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Ich finde, das ist eine regelrecht abstruse Unterstellung. Ups. So, hier. Oh Gott, den kann man auch shaken. Ups. Was zum Pilz? Was tust du denn da, Kind? Entschuldigung, sorry, ups. Frage ist ja nicht, mich nochmal zu schütteln. Ich wollte nur die Scheidungspapiere abholen, es tut mir leid. Hey, komm zurück. Meine Frau hat dich geschickt, nicht wahr? Ich weiß, dass 90% aller Essensvolk-Ehen in einer Scheidung enden, aber wir könnten zu den 10% gehören. Ich presse ihn aus wie eine Limette. Komm wieder her. Okay, schön, hier sind sie schon. Sag ihr, dass sie ganz schön gemein ist. Und ich hoffe, dass sie glücklich ist. Congratulations. Scheidungspapiere. Isaac lässt grüßen. Verdammt, sie sind laminiert. Ich kann sie nicht zerreißen. Schlau. Oh, hallo. Du musst hier sein, um mehr über den großen Pilz zu erfahren. Den Schöpfer allen Essensvolks Lebens. Ich glaube, das war ein Ess zu viel. Wir haben eine unglaubliche Gemeinschaft von Gläubigen, die ihr Leben dem großen Pilz gewidmet haben. Wächst mir dann auch ein Pilz? Da bist du sicher, dass du auf dem neuesten Stand bist? Moment mal, du hast dieses Leuchten. Du musst vom großen Pilz gesegnet sein. Bitte was? Mama, die hat gesagt, ich habe Pilze. Hier. Das ist unser Passwort. Das sollte dir weiterhelfen. Freut euch, unser Auserwählter ist hier. Congratulations. Kultpasswort. Die Glyphen sind nicht zu erkennen, aber sie sehen interessant aus. Das ist doch so ein Auge vom Anfang. So ein Pilz und so ein Auge. So. Das ist der Zitronenmann. Ich habe gedacht, es gibt nur den Zitronenmann. Aber der sagt nur, dass mein Vater sich im Grabe umdreht. Ich weiß gar nicht, ob mein Vater überhaupt tot ist. Ehrlich gesagt. Nein, nicht die Karotte. Sprich nicht mit der Karotte. Karotte ist böse. Okay. Weißt du, wer muss schon Fortschritt im Spiel machen? Wenn er auch Sidequests machen kann. Ich glaube, als nächstes Upgrade brauche ich, dass ich weiter springen kann. So, ich glaube, dann geht das alles schneller. So, hallo. Pilzende Auge und komisches gekrakelt. Das hast du schön zusammengefasst. Dies ist eine geschlossene Gemeinschaft. Oh. Unser Rekrutierer hat dich für würdig befunden, unserer wundervollen Gemeinschaft beizutreten. Kriege ich jetzt auch so einen coolen Hut? Na dann. Komm, junge Rübe, du bist jetzt offiziell ein Mitglied der Stufe 1 der Pilzinanti. Ich glaube, sie wollten Pilzinati sagen, oder? Wegen Illuminati? Ups, die Rübe. Also, Teil 3 dann. Rübe in der Sekte. Oder wie die Rübe wieder aus der Sekte kam, das kommt drauf an, wie es läuft. Rübe wird zum Sektenführer. Ich meine, könnte passieren.
Es ist völlig normal, dass normale Gemeinschaften ein Stufensystem haben, weißt du? Vielleicht steigst du sogar auf, indem du Aufgaben für die Gemeinschaft erledigst. Sei also sozial. Vielleicht ist es auch ein Subplot. Ich teleportiere mich jetzt an meinen üblichen Platz. Sei nicht traurig. Bei Stufe 96.420. I see what you did there. Darfst du dich auch teleportieren? Irgendwann kommst du auch dahin. 69 und 420. Ihr wisst Bescheid. Aber ich würde spielen. Wie die Rübe Sektenführer wird und die Weltherrschaft an sich reißt, ich würde spielen. Wow! Junge! Explodier doch nicht! Erklär mal 69. Also wählen sich ein Mann und eine Frau. Oder ein Mann und ein Mann. Oder eine Rübe und eine Rübe. Ganz doll lieb haben, dann. Ah. Du bist also der neue Rekrut. Interessant. Der große Pilz hat mir von dir erzählt. Du hast doch eine Menge Antennen da auf dem Kopf. Kalt auf Rübe. A Cult of the Lamb hat anscheinend 5000 Updates bekommen und ist jetzt das beste Spiel der Welt. Aber ich bin leider von der miserablen Switch-Performance zu Release immer noch so butthurt, dass ich nicht mehr reinschauen möchte. Ja. Er hat gesagt, dass du unser Auserwählter bist, der geschickt wurde, um unsere Sache zu unterstützen und eins mit unserer Familie zu werden. Ja, die Cult-Member können jetzt unter anderem 69 machen. Ja, das ist korrekt. Die Pfirsich-Cops oder die Polente, wie ihr einfachen Leute sie nennt. Hohlente. Kommt dem Ort, an dem unsere kleine Gemeinschaft lebt, immer näher. Kann ich zu den Pfirsichen wechseln? Nein? Okay. Wir müssen ihn geheim halten. Wenn wir entdeckt werden, verliere ich die Unterstützung der Gemeinschaft und der große Pilz wird uns verlassen. Du musst dich um 200 Pfirsich-Cops kümmern, um ihre Zahl zu verringern. Drangsaliere 200... Drangsalieren auch noch. Ja, das ist legit. Das neueste Update hat tatsächlich ein Liebeszelt eingeführt. Da können die so richtig durchbumsen. So, jetzt hab ich's gesagt. Siehst du, war das nicht cool? Ich war da drüben und jetzt bin ich hier. Oh, ui. Du scheinst mir ein aufgewecktes, junges, beeindruckendes Gemüse zu sein, junge Rübe. Ich bin mir sicher, dass du die Stufen in kürzester Zeit aufsteigen wirst. Der große Pilz ist immer hungrig. Er verlangt nach Opfern. Ja, ich hab 60 Seelen oder so, kein Problem. Als Gemeinschaft, die den großen Pilz verehrt, versuchen wir, seinen Appetit zu stillen, wenn wir können. In letzter Zeit scheint er eine Vorliebe für SWAT-Paprikas zu haben. Wenn du zeigen willst, was in dir steckt, geh und kümmere dich um 100 SWAT-Paprikas. Chat. Wieso stiften die mich zu Genozid an? Ich frage nur. Alter, wie viel Sidequests die haben. Holy shit. Ich werde ein kleines bisschen hungrig. Ich bin erst auf Stufe 2, deshalb bekomme ich nicht so viel Essen wie die anderen. Aber hey, wenn die Grundbedürfnisse des Lebens kein Anreiz für das Grindset sind, dann weiß ich auch nicht. Das ist ganz normal. Nicht hinterfragen machen. Aye, aye, Captain. Die sterben ja nicht, die schlafen nur ein. Ach so. Ja, dann ist ja alles gut. Naja, falls du dich für mich um ein paar Schneckenwächter kümmern könntest, könnte ich die in der Zwischenzeit essen. Okay, das ist Schädlingsbekämpfung, das ist in Ordnung. Töte 50 Schneckenwächter für ein paar Snacks und ich werde dich großzügig belohnen. Zeit ein paar Schnecken.
nun ja, zur Schnecke zu machen. Okay, los geht's. Habe ich das noch nicht gemacht oder zählt das erst jetzt? Okay, man weiß es nicht. Nein, ich meine Sense, die brauche ich noch. Dieser wunderschöne Buttplug. Den will ich lieber mitnehmen. Was kann der? Oh, der explodiert. Toll. Der pupst. Das ist meine Waffe. Der große Pilz würde den Kopf darüber schütteln, dass wir uns mit all diesen Strukturen aus der alten Welt umgeben. Junge, du musst mal zum Friseur. Wirklich. Als neuer Rekrut musst du der alten Welt abschwören. Alles, was jetzt zählt, ist der große Pilz. Es wird Zeit, dass du beweist, dass du es ernst meinst. Zerstöre so viele Möbel der alten Welt, wie du kannst. 1000 Möbelstücke sollten genügen. Möge der Pilz mit dir sein. Okay. Jetzt auch noch... Okay. Vandalismus. Lügen! Sie haben dich alle angelogen! Ich war einer von ihnen! Diese falschen Propheten haben mich reingelegt! Liegen völlig falsch! Hat der Brusthaare? Ich glaube, er hat Brusthaare. Brokkoli-Brusthaare. Sieh dir die Statue an und erzähl mir nochmal, dass das kein Brokkoli ist! Das bedeutet, dass ich von einem Gott abstamme! Okay. Alle werden sich vor mir verbeugen. Okay. Und er vibet einfach. Ist das eine Rübe, die sich ein Stück Brokkoli aufgesetzt hat? Ich habe so viele Fragen. ich hab so viele Fragen. Weißt du, am Anfang habe ich ihm nicht geglaubt, aber er hat gar nicht so Unrecht. Ich meine, die Statue sieht einem Brokkoli schon ziemlich ähnlich und naja... Das heißt, ich kann sie mit einem Nachfahren des Brokkoli-Gottes treten. Okay. Am besten starten wir einen Krieg über diesen Streit. Das wäre die praktischste Lösung. Können wir nicht schon wieder Krieg machen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich weiß auch nicht, ob das zählt, wenn ich die mit meiner Sense massakriere, aber... Ich mache einfach mal. Ist hier noch jemand? Eins, zwei. Ist ja auch nicht so, als würde ich hier Updates bekommen darüber, wie viele ich von denen schon massakriert habe, ne? So, kann ich noch jemanden schütteln? Nö. Dann wird es Zeit, zurückzugehen. Heute haben wir nicht viel erbeutet, aber die nächsten 4 Minuten, meine Freunde. Die nächsten 4 Minuten, das sind unsere 4 Minuten. Hast du... Nein! Jetzt fehlen uns ernsthaft 4 Münzen für die Lampe. Ja, okay. Vier Münzen. Was soll ich da jetzt noch dazu sagen? Da fehlen mir einfach die Worte. Los geht's. Also, 4 Münzen ist schon anders hart, so. Das ist... 4. Ups. 4 Münzen. This is not what I signed up for. Ach, guck mal, das sind tatsächlich Paprikas. Das ist mir bisher nie aufgefallen. Die Frage, was zählt alles als Möbel? Aber ich denke, das werden wir auch so im Laufe des Spiels alles dingsen können. Jetzt grinden wir erstmal vor allen Dingen ein bisschen Money. Das brauchen wir bestimmt gar nicht. Andere Leute haben in derselben Zeit das Spiel schon durchgespielt, aber ich genieße meine Spiele gerne. Das ist übrigens auch Teil dessen, wieso mein Pile of Shame nicht weniger wird. Ah, guck mal, jetzt können wir die Seelen loswerden, doch. Okay. Du
Du hast eine Menge Tote zu verantworten, K-Boss. Das sieht man an den verrückten Seelen, die du mir gebracht hast. Als Belohnung für diese Seelen bekommst du meinen neuen Hit Death Wraith. 3000. Bring mir mehr Seelen! Und da ist dann gestern der Stream verendet. Mitten in diesem Dialog. Vielleicht war es Schicksal. Okay, Death Wraith. Kann ich noch mehr haben? Nee, den habe ich schon. Aber hier. Ein Fisch. Wie absolut zauberhaft. Mhm. Gut, gehen wir wieder. Death Wraith 3000 hat einfach das Internet getötet. Da kann man nichts machen. Der Song war einfach zu gut. Passiert manchmal. Heute hat es standgehalten. Das ist die Hauptsache. Wow. Okay. Ich lasse mich aber halt auch immer ablenken. Weißt du was? Wir fahren jetzt Zug. Wir gehen jetzt und fahren mit unserem Ticket Zug. Und ich lasse mich nicht ablenken. Ich will rausfinden, wo der Zug hinfährt. Okay, die Typen schüttel ich aber noch, weil wir brauchen Geld. Geld und Smartphones, die können wir dann auf eBay verkaufen. Oh, habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich wegen Game Pass gescammt wurde? Und dann jetzt keinen Game Pass mehr habe. Also, nach dem Monat. Eine Tüte Mitleid für mich, bitte. So, wo ist denn jetzt der Zug da? Wo fährt er hin? Das ist eine Einmalfahrkarte, das heißt, es wird teuer. Ich habe doch zu Black Friday habe ich mir günstig Codes geholt. Die hatten den Clou, dass du nur einen pro Monat einsetzen kannst. Also normalerweise kannst du die ja stacken, wenn du dir auf Amazon oder so 3-Monats-Codes oder so holst. Kannst du die ja auch auf ein Jahr lang stacken oder so. Der Clou an denen war, es waren 12 Ein-Monats-Codes. Und du konntest die nur ohne aktives Abo einlösen. Das heißt, du musst immer einen Monat warten, bis dein Abo wieder ausgelaufen ist, bis du den nächsten Code einlösen kannst. Und ich habe für die Rübe ja dann Code eingelöst. Nur gingen halt schon fast alle davon nicht mehr. Lasst euch nicht übers Ohr hauen, seid schlauer als ich. Ich meine, wir haben das Geld wieder bekommen, es ist alles gut, aber die Welt ist halt doch schlecht. Ich wollte an das Gute im Menschen glauben, aber wir wurden gescammt. Huch. Ach, das bringt mich auch nach Hause. Oh. Oh. Okay, das hatte ich gehofft. Aber irgendwie auch nicht. Naja, gut. Das ist mega nervig. Und jetzt bin ich traurig. Weil ich gescammt wurde. Naja. Auf jeden Fall hat die Rübe jetzt eine Laterne. Geoffrey hat immer noch Stress ohne Ende. Also nur so als Heads up. Ich meine, ich bin auch ein bisschen selber schuld, aber ich dachte halt, es ist ein Black Friday Angebot, es passt schon, aber kauft keine Einzelcodes auf eBay. Das habe ich jetzt davon, dass ich sparen wollte und nicht Microsoft mein ganzes Geld geben wollte. Es ist auch ein bisschen. Auch ein bisschen selber schuld. Erhöht den Nahkampfschaden. Muss ich mir leider zugestehen. Wenn Sky jetzt da wäre, wird er mich schimpfen. Ah, zum Glück ist er heute nicht da. Zum Glück kann er mich heute nicht schimpfen. Ich habe das nur für euch ausprobiert, damit ihr das nicht machen müsst. So nämlich. Damit ihr nicht von der Rübe gescammt werden müsst. Alles noch ein bisschen kaputt schlagen. W-
Warte mal, er ist aber nicht das Holz, das ich holen muss, oder? Nee, er ist die harte Nuss. Okay, never mind. Ja, Opa. Sorry, ich muss los. Nee, für die habe ich noch nichts. Das ist schön, dass mein Opfer wertgeschätzt wird. Es war halt wieder so klar. Scheiße. Kann ich ihm schon helfen? Wahnsinn. Es wirkt eine Menge Nostalgie. Das ist nicht das knusprige Krustentier, das ist Patricia. Das kommt mir bekannt vor. Ach, vergiss es. Bring dem Törtchen noch 7 Steine. Okay, ich habe irgendwas richtig gemacht. Halten wir das mal fest. Wir haben Patricia gefunden. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht warum. Aber läuft. Okay. Dann gucke ich nochmal. Vielleicht müssen wir dann doch durch die andere Tür. Weißt du, ich habe das Gefühl, dass es meinem Rücken viel besser geht, seit du mich aufgerüttelt hast. Mach ruhig weiter. Wo war die Zitrone, die Limette eigentlich nochmal, dass wir die Scheidungspapiere geben können? Das Problem ist, wir haben jetzt so viele Dinge angefangen und gemacht. Ich verliere den Überblick, ne? Ich verliere literally den Überblick. Aber ich würde eigentlich vermuten wollen, dass es hier irgendwo weitergeht. Wenn es am Bahnhof schon nicht war. Irgendwo muss es ja weiter reingehen. Aua. Ist hier ja auch riesengroß. Zum Thema Scam. Wie wird eigentlich entschieden, ob ein Paket von DHL in die Packstation gebracht wird oder an die Filiale? Ich glaube, das entscheiden die selber. Ich kann es dir auch nicht mit Sicherheit sagen. Ich glaube, das ist auch so ein Zeitproblem-Ding. Ob die noch Zeit haben, an die Packstation zu fahren nach Schichtende oder ob sie es einfach wieder mitnehmen. Manchmal ist ja auch, oh, ich will nicht aussteigen, ich komme morgen nochmal. Ich glaube, dass es random ist, aber sicher bin ich mir nicht. Ah ja, ein neuer Besucher. Ich warte schon so lange darauf, dass sich jemand Neues meiner Bewegung anschließt. Warum haben die alle Sekten? Was zum Fick, Alter? Es ist so lange her, dass ich ein neues Gesicht gesehen habe. Oh, wie bitte? Du hast keinen eigenen Pappkarton. Ich fürchte, ohne einen kann ich dich nicht reinlassen, mein Kind. Wenn du deinen Geist, deinen Körper und deine Seele geöffnet hast, um unsere rechteckigen Götter zu akzeptieren, darfst du passieren. Karotte oder Katze? Ich weiß ja nicht. Okay, da geht's weiter. Wow. Was ist das denn? Meine Großmutter hat mich inspiriert, mit dem Zeichnen anzufangen. Ach, das ist wieder Grangelica, sorry. Sie war eine echte Künstlerin. Aber wegen dir habe ich jetzt ein Trauma. Vielleicht bringt mich das als Künstlerin weiter? Hör mal, geh einfach und bring ihr den Manga. Das ist das Mindeste, was du tun kannst, nachdem du sie auf die andere Seite geschickt hast. Junge, ich weiß doch nicht, wo die ist, Mann. Du erinnerst dich doch sicher an Zugführer Zwiebel, nicht wahr, kleine Rübe? Knobi muss einen Deal mit ihm gemacht haben, damit die endlose Linie durch die Bank fährt. Das macht Sinn. Knobi hat der Bank so viele Räume hinzugefügt, dass es langsam schwer wird, sich zügig von A nach B zu bewegen. Kauf dir einfach eine Fahrkarte über die App oder am Kiosk und verlasse die Bank an einer beliebigen Station. Hättest du sie mal direkt angesprochen. Naja. Karatze. Ja, weder Karotte noch Katze, Karatze. Finde ich schön, gefällt mir. Karatze. Okay. Da ist wieder der Seelentyp. Es gibt hier einfach zu viele Aufzüge. Aber ich denke, wir gehen mal hier rein. Ich
glaube, das hat uns ein neues Stockwerk gebracht. Aber ganz sicher bin ich nicht. Hey, den kenne ich. Ravioli, guck mal. Hallo, kleine Rübe. Es ist so schön, dich kennenzulernen. Ich bin ein großer Fan. Ich habe sogar die Story mit deiner Steuerhinterziehung verfolgt. Was? Das kam im Internet? Sowas aber auch. Er sieht ein bisschen aus wie eine Blume, ne? Wie auch immer, ich brauche jemanden, der mir einen Gefallen tut und du bist genau die richtige Person dafür. Diese fiese, scheußliche, niederträchtige Pirogge hat mein Zertifikat für gutes Essen gestohlen. Daran erkennen die Leute doch, dass ich gut bin und diese hinterhältige Pirogge nicht. Kannst du es mir bitte wiederholen? Danke. Weiß ich nicht, ob ich das kann. Oh nein, mein Geldbeutel ist schon wieder voll. Dann bleibt mir ja nur noch Mord. Oh. Oh Gott. Wie oft teilen die sich denn auf? Okay, warum schüttel ich den? Ich kann eh nichts mehr tragen. Ich glaube, mein Seelenbehältnis ist auch voll mittlerweile. Wow. Wenn die auch für mir ins Gesicht zu schießen, das ist echt unhöflich. Hier geht's aber auch nicht weiter, oder? Ich glaube, hier geht's auch nicht weiter. Dann muss ich wahrscheinlich doch mal die andere Tür befragen, ne? Das Ravioli hat einfach die Streams von Slay Queen 32 geguckt. Das war gar nicht. Waren gar nicht meine Streams. Das waren die von Slay Queen. Okay, ja dann. 250. Ja, aber ich schaff's nicht mehr nach Hause, ne? Okay. Wild. Wilde Sache das. Wow. Wilde Sache das. Okay. Ich wünschte, der Zug würde mich auch wieder reinfahren. Armbrust. Okay. Ravioli, bist du da? Nicht, der ist bestimmt im Lurk. Der ist schüchtern. Ich würde gerne meinen Geldbeutel eigentlich erstmal erhöhen, ne? Geldbeutel und dann die Zeit. Dann sparen wir mal auf die 12,5k. Vielleicht hätte ich das zuerst machen sollen, statt der Lampe. Aber ich dachte, wir würden die Lampe eventuell schneller brauchen. Man weiß es halt nicht vorher, ne? Okay, eine Vermutung habe ich noch. Wo es weitergehen könnte, wenn es da auch nicht weitergeht. Fange ich aber ein bisschen an zu verzweifeln. Aber eine Idee habe ich noch. Sonst grinden wir einfach die Bank aus, bis nichts mehr geht. Das ist nicht Sinn der Übung, aber irgendwas muss man ja machen. So, weil hier ist auch noch eine Tür. Das Ding ist nur, hier ist halt eine zweite Tür, die ich nicht öffnen kann. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Hier ist nur Tod und Verderben. Hier ist immer so ein fucking Friedhof. Ah, warte, hier ist noch eine Tür. Oh, okay. Bin ich wieder in Satopolis? Chat, bin ich blind? Hier brauche ich eine rote Schlüsselkarte. Ups. Kriegen wir aber wahrscheinlich erst vom zweiten Boss. Ich mag die Range von der Sense. Hier ist die pinke Schlüsselkarte. Ist hier vielleicht noch irgendwo weiter? Ich meine, wir können auch noch mal gegen den Boss brawlen, aber er wird ja nicht viermal derselbe Boss sein, oder? Das wäre komisch.
Irgendwo muss es ja tiefer reingehen. Komm da runter! Wow, wie stark ist meine Sense? Wie stark ist meine Sense, Junge? Ich habe zwei Phasen übersprungen. Ich habe ihn quasi gethreehittet. Ich habe mein letztes Jiha gerufen. Okay, was bekomme ich jetzt von ihm? Nur seine Knarre? Das ist schön, aber... Geht's denn jetzt weiter? Ging's hier bei unseren Gemüsefreunden weiter? Nee, ne? Das heißt, ich muss wahrscheinlich einen Pappkarton finden, oder? Weil das Einzige, was mir jetzt spontan einfallen würde, ist der Pappkarton mit der Karatte. Da ging es ja theoretisch weiter. Also weiter nach drinnen. Habe ich halt nur leider keinen. Darkness hat, glaube ich, auch keinen verkauft. Ist das... Habe ich einen Hut, der einen Pappkarton ist? Habe ich? Nö. Habe ich nicht. Das ist schlecht. Aber ich hab noch einen Stein. Hier im Internet steht, dass ein durchschnittliches Zuhause eines Essenvolks etwa 3,5 Haustiersteine hat. Die armen halben Steine. Nun, ich will 8. Sie verdienen ein Zuhause und ich verdiene Freunde. Einen habe ich schon. Okay. Sir, weißt du irgendwie? Er ist einfach nur depressed. Okay, cool. Ich habe das Gefühl, ich übersehe irgendwas. Ah, ich weiß nicht was. Okay, das ist nur das, was sie immer schon sagt. Der Renaissance. Wo bekomme ich denn jetzt so einen Hut her? Ich kann den ja auch nicht kaufen, ne? Entschuldigung, hat hier jemand einen Pappkarton für mich? Was passiert eigentlich, wenn ich da rausgehe? Kann ich gar nicht. Okay. Ich fühle mich ein bisschen... Ein bisschen stuck. Aha. Okay. 8K. Weißt du, schon wieder ganz knapp. 201. Na gut. Machen wir einen kurzen Raubzug. Machen wir einen ganz kurzen, schnellen Quickie-Raubzug. Was ist das denn für eine nice Wumme? Kann ich jetzt nicht mitnehmen, weil ich vergessen habe, die Knarre wegzutun. Mist. Die wäre bestimmt eine Menge wert, aber ich kann leider meine Sense nicht aufgeben. Tut mir leid. Ich kann meine Sense nicht aufgeben. So, ich meine, wenn wir schon mal hier sind, können wir noch ein bisschen... Oha. Paprikas ermorden. Okay, ich glaube, die grauen Türen führen einfach zu Bürofloors. Das ist in Ordnung.
Die haben nämlich, glaube ich, eine ganze Menge Geld. Oh nein, die haben Tischtennis gespielt und ich habe sie getötet. Manchmal frage ich mich, Chat, ob ich der Böse in dieser Geschichte bin. Manchmal, da frage ich mich. Mein Geldbeutel ist schon voll? Hey Kumpel, du hast nicht zufällig eine XTR 9030 über, oder? Nee, leider nicht. Mein Boss hat sich meine alte GPU gekrallt und ich muss unbedingt mehr Buttcoins meinen. Ich will auch Buttcoins meinen, Chat. Kannst du ihn vielleicht auswendig machen und sie mir zurückbringen? Er ist eine grüne Bohne. Ah, nein, er ist eine Bohne in einem grünen Anzug. Du erkennst ihn an seinem dämlichen Hut und dem herablassenden Ton. Nun, ich will jetzt nicht die Person sein, aber so eindeutig ist die Beschreibung leider nicht. Okay, wir sind voll. Das heißt, ich kann gehen und den Pappkarton kaufen. Und dann können wir zurück zu Karatze. Läuft doch gut. Habt ihr Spaß? Ich hab Spaß. Es ist so dumm, aber es ist so fantastisch einfach. Rotkanone. Okay. Darknet, gib mir einen Karton. Perfekt. Lass die Karotte deinen Pappkarton begutachten. Können uns aber hiervon noch nichts kaufen, ne? Nee. Okay. Spaß! Ich bin richtig überzeugt davon, wie viel Spaß ihr habt. Jetzt wäre das halt voll gut, wenn man mit dem Zug halt da hochfahren könnte. Weil ich brauche ja sonst... Ich muss die ja immer schütteln die ganze Zeit. Ich brauche ja voll lang, bis ich da hochkomme. Das mag ein Ich-Problem sein. Aber, you know... Bis man da immer hochgelatscht ist. Verliert man aber schon eine Menge Zeit. Buttcoins sehen bestimmt super aus. Ich denke auch. Da ist einfach so ein schöner Popo drauf. Sch, kleine Rübe. Könnte uns hören. Wir dürfen die Überraschung nicht verderben. Aber leise. Okay, gut, gut. Wir brauchen diesen Ring. Ich muss einen großen Edelstein haben. Ich schwöre beim Pilz, wenn sie versucht, mir als Erster einen Antrag zu machen. Ich denke immer, die haben da ein Update, aber die haben gar keinen. Die legen mich immer rein und tun so, als hätten sie Dinge für mich und dann haben sie es gar nicht. Unerhört. Und ich falle einfach jedes Mal wieder drauf rein. Aua. Ja. So, Karatze, hier. Ich hab einen wunderschönen Karton. Oh, heiliger Pilz. Das ist ein beeindruckender Pappkarton, den du da hast. Oh ja, ziemlich beeindruckend. Oh, natürlich kann ich dich jetzt reinlassen. Nice. Okay. Au. Oh Gott, Hilfe. Okay. Erstmal die neue Wumme mitnehmen. Es ist halt so cute, oder? Ich meine. Es ist doch irgendwie dumm, aber halt liebevoll dumm. Hey, wir sind die Jäger außergewöhnlicher Kryptiden. Entschuldige ich, wenn ich schüchtern sein. Es hat seinen Grund, dass ich lieber Kryptiden jage, als mit dem Essensvolk zu interagieren. Ist einfach ein Gummibärchen. Normalerweise stellt mein Partner uns immer vor. Er ist im Moment ein bisschen durch den Wind. Wir haben gerade diese super seltene Art von Candice-Kryptiden gefunden. Und ich habe aus Versehen die Kamera fallen lassen, gerade als wir sie fotografieren wollten. Naja, jetzt ist er ein bisschen sauer.
Das wäre das erste offizielle Foto von ihnen in der Geschichte des Essensvolks. Ich glaube aber, wir kriegen das hin. Mein Partner hier hat gerade einen Nervenzusammenbruch, also warten wir darauf, dass er sich wieder beruhigt. Bevor wir uns den nächsten Schritt überlegen. Oh, ja, ich meine, wenn du Zugang zu einem geheimen illegalen Schwarzmarkt hast, werden wir uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wir sind nicht stolz. Selbst eine Einwegkamera würde uns helfen. Wenn wir es schaffen, ein Foto von diesen seltenen Kandis-Kreaturen zu machen, würden wir sicher berühmt werden. Warum habe ich das Gefühl, dass mich hier alle einfach nur über den Tisch ziehen wollen? Die wollen alle nur mein Bestes, nämlich mein Geld. Wie so oft. Auf meiner Mission, die soziale Dynamik zwischen den Bürgern von Satopolis und diesem Knobi zu ergründen, bin ich auf ein wichtiges Ereignis gestoßen, das eine große Kluft zwischen den beiden geschaffen hat. Knobi hat versucht, ein Festival zu veranstalten, um die negative Meinung der Bevölkerung von Satopolis über ihn zu verbessern. Ich habe gehört, dass es ein Desaster war. Seitdem ist dieser Raum gesperrt. An deiner Stelle würde ich vorsichtig sein, kleine Rübe. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, vielleicht ist diese Bombenkanone doch nichts für mich. Festival. Okay. Oh. Lass mich ein bisschen Trauma bei dir abladen, kleine Rübe. Diese nichtsnutzigen Schmarotzer machen mir das Leben schwer. Wir waren zuerst hier, sagten sie, als ich sie aufforderte, mir ihr ganzes Geld zu geben. Ich beschloss, einen auf nett zu machen und ein Festival zu veranstalten, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Du meinst die Bowser? Wir haben über alles Mögliche geredet. Über mich, über Geld, über meine größten Erfolge. Dann kam dieser Junkie und nun ja, sagen wir einfach, wir haben Reis ausgenommen. Sorry, verschluckt. Diese Stimmen machen ist auf Dauer auch ein bisschen anstrengend. Da verliert man schon mal Basic-Funktionen. Das einzig Gute daran ist, dass du hier bist und dass du dich darum kümmern kannst. Warte, seit wann arbeite ich denn für dich? Tja, dieser Trottel ist wirklich steif wie ein Stock. Okay, du hast also keinen Sinn für Humor. Wie auch immer. Selbst wenn wir Knobi damit einen Gefallen tun, wir müssen irgendwie an dieser Bestie vorbei. Die Reichtümer müssen sich hinter ihr befinden. Hals und Blattbruch, Neuling. Warte, ist das der zweite Boss? Der verfaulte Junkie-Liebesapfel? Ach du, heilige Makrele. Ich komme gar nicht an den dran. Das ist kein fairer Kampf. Hä? Ich verstehe nicht. Ah, jetzt. Okay. Schneller Rübe! Oh Gott. Ich brauche unbedingt dieses schnellere Hacken. Okay. Das ist aber nur eine Frage der Zeit. Das kriegen wir hin. Das ist ausweichen, warten, bis er runterkommt und ihn dann töten. Das ist noch ein Hit, das schaffen wir. Denke ich. So, das war viel einfacher als der erste Boss. okay. Ich habe irgendwie mehr, naja, Stockwerke erwartet. Aber da ist die blaue Schlüsselkarte. Ermöglicht es, die blaue Türen zu öffnen, die mit der Nummer 2 gekennzeichnet sind. Okay. Oh, ein Candy Apple Stick. Mann, ich wünschte, ich könnte mehr Waffen tragen. Ja, das war ja, also gegen den ersten Boss war das ja super easy. Diese Sense ist einfach zu stark, glaube ich. Ich glaube, wir haben damit so ein bisschen den Easy-Modus freigeschaltet. Diese Party war der absolute Wahnsinn! Okay, am Anfang war es ein bisschen langweilig. Knobi wollte nicht aufhören, von seinen Rekorden im Fitnessstudio zu erzählen und davon, wie sehr er auf Meditation steht. Und dann platzt dieser Apfelreihen über und über mit grünem Glibber bedeckt. Die sind alle völlig durchgedreht. Sie hüpften durch die Gegend, legten die verrücktesten Moves hin, schrien sich die Seele aus dem Leib. Es war der Hammer!
Und dann fingen auch die anderen an mitzumachen und die Party erreichte ein ganz neues Level. Verstehst du, was ich meine? Oh, ja, ich verstehe. Uff. Dann stolperte der Apfel und spießte sich selbst auf einen Stock auf, ein echter Stimmungskeller. Keiner wusste, was er tun sollte, also machten sie sich aus dem Staub und riegelten den Raum ab. Wow, dieser Apfel ist wirklich zu einem Riesen herangewachsen. Ja. Hey, wenn du das nächste Mal was Verrücktes machen willst, kannst du das auf dem Grundstück von jemand anderem machen? Entschuldigung, ich habe hier gar nichts gemacht. Das sah ganz schön gefährlich aus. Das sah ziemlich spaßig aus. Okay, Schrödingers Kürbis. Oh Gott. Oh, hey, ein Fotospot. Coole Glasmalerei. Sweet. Video, oder es ist nicht passiert. Das heißt Peaks or it didn't happen. Hast du bei Cooking Mama nicht aufgepasst? Das war irre. Kannst du das nochmal machen? Ich habe nicht aufgepasst. Das ist Chat. Das ist einfach der typische Twitch-Chat hier, diese Lümmel. Okay, ich glaube, das war auch alles, was es hier in diesem Raum gibt. Warte, ist das? Das ist eine Froschknarre! Aber ich muss leider die Special-Waffe mitnehmen. Okay. So, war hier eine blaue Tür? Hier war keine blaue Tür, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Woman ist leider eingeschlafen, aber einfach eine Froschwaffe. Viel zu krass. Ne. Kann ich noch eben unten vorbeischauen? So, ich glaube, das war dumm. Also rum wäre schneller gewesen. Blaue Tür. Das muss ich dir lassen, Kind. Du hast dich bisher gar nicht schlecht geschlagen. Du erinnerst mich an deinen Vater. Er war ziemlich anstrengend, hat seine Sache gut gemacht. Warte, was ist Chat? Was doch mal, ich habe nicht hingekommen. Wie auch immer. Dieser Ort sieht seltsam aus. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache, Neuling. Halte die Augen offen und sei wachsam. Ich brauche dich lebend, wenn wir uns diese rätselhaften Reichtümer holen wollen. Du meinst, wenn ich sie für dich beschaffe, ja? Wenn das alles vorbei ist, werden wir getrennte Wege gehen. Bleib bis dahin bitte am Leben. Stur, ein typischer Rübetto. Das wirst du bereuen, Rübe. Ich werde dir alles nehmen, was dir wichtig ist. Okay. Bleib einfach weg. Ich warne dich. Hier wimmelt es von Ungeziefer. Wenn das dich nicht erwischt, ich werde dich sicher erwischen. Okay, hier haben wir jetzt auch die Lampe gebraucht. Denn sonst würden wir wahrscheinlich im Dunkeln stehen. Okay, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Okay, die wollen nicht mit mir reden. Oh nein, hier ist alles giftig. Oh nein, hier ist alles giftig. Oh, hier muss ich aufpassen, wo ich hinlaufe. Und ich kann nichts mehr aufheben. Darüber ist nichts wichtig, glaube ich. Naja, nichts. Nichts ist hart. So. Ach, und jetzt bin ich wieder hier. Verstehe. Okay, dann düsen wir mal nach Hause. Ich glaube, ich laufe gerade mega den Umweg, aber das ist okay. Ah, für alle, die es nicht wussten, ich bin eine sehr verwirrte Person. Das schaffe ich aber noch. Es gibt nämlich doch Shortcuts. Ich müsste sie halt nur auch benutzen. Naja, kriegen wir hin. Kriegen wir schon alles hin, so. Tada! Ah, dann haben wir schon zwei Bosse besiegt. Leider weiß ich inzwischen, wie viele Bosse es gibt. 20.000 Gold. Das ist mega nice. Puh! Heftig.